Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen. Wir beginnen heute eine Reise in die Zukunft. Welche Trends werden in Zukunft die Bauwirtschaft beschäftigen und wie ist STO gerüstet? Ein Trend, der uns ganz besonders betreffen wird oder betrifft bereits, ist Klimaschutz, Ressourcenschonung und alles, was mit Umwelt zu tun hat. Und wir werden heute schon damit konfrontiert, dass wir energieeffizienter bauen müssen, dass wir ressourcenschonend bauen müssen und dass wir spezielle Produkte in den Markt bringen müssen, die keine Umweltgefährdung mehr haben. Sie haben über verschiedene Trends gesprochen, die in Zukunft die Gesellschaft prägen werden. Können Sie einen kurzen Abriss geben, welche Trends in Zukunft die Menschen beschäftigen werden? Also ich bin überzeugt, dass wir neue Formen des Zusammenarbeitens sehen werden aufgrund technologischer Entwicklungen. Nicht nur, dass wir sozusagen jetzt neue Materialien kriegen oder so, sondern dass die Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, nicht mehr nur in klassischen Gewerken zum Beispiel funktioniert, sondern viel vernetzter, dass es letztlich natürlich auch einen höheren Einsatz von Technologie in der Errichtung der Gebäude geben wird, also denkt man nur an Drohnen und neuen Materialien, dass wir aber auf der anderen Seite in der Baubranche auch sehr gut daran gelegen sind, wenn wir die Erfahrung und die Weisheit sozusagen, die auch bei den älteren Menschen, sowohl bei den Partnern, mit denen wir arbeiten, wie auch bei den Mitarbeitern wertschätzen und dafür sorgen, dass die mit dabei bleiben können. Weil da drin liegt so viel Kraft, die in der Zukunft wichtig ist, auch viel Gelassenheit und Intelligenz, die in der Zukunft wichtig ist. Und das ist mein Plädoyer sozusagen für die konstruierenden, bauende Wirtschaft, da hinzuschauen. Wenn wir das berücksichtigen, dann bin ich überzeugt, dass es uns auch in der Bauindustrie extrem gut geht. Umweltbewusst, energiebewusst, kostenbewusst. Dauerhaft, sauber und unproblematisch. Energieeffizienz, ökologische Produkte, Öko-Labels, Ressourcenschonung, STO. STO-System R, die Fassade der Zukunft, arbeitet mit einem neuen Klettsystem. Die Frage, die jeden brennt, wie kommt man auf die Idee, so eine Klettfassade zu entwickeln? Also wir haben das System der Klettfassade am Institut für Architekturtechnologie entwickelt und im Endeffekt haben wir verschiedene Methoden, auf neue Ideen zu kommen und auch neue Fassadensysteme zu entwickeln. Hierbei gibt es zum Beispiel sehr wissenschaftliche Methodiken, dass wir mit Matrixen arbeiten,
Aber wir machen auch einfach Brainstormings, trinken ein Glas Wein nach Feierabend, dann kommen die Ideen dann plötzlich so. Und so ist es dann tatsächlich auch mit dem Klett passiert, dass wir uns dachten, warum eigentlich nicht den Klett aus der Natur in ein Fassadensystem zu integrieren. Die Funktionsweise der neuen Klettfassade ist, dass wir anstatt Kleber Klett verwenden. Das heißt, wir können bei Rückbau alle Systemkomponenten sortenrein trennen und rückbauen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir können wieder verwerten und wieder verwenden, also recyceln. Wir können die Komponenten schneller montieren. Wir haben, dadurch, dass wir keinen Kleber verwenden, haben wir kein Abwasser, kein verschmutztes Wasser. Wir müssen den Kleber nicht anrühren. Wir müssen die Arbeitsgeräte nicht reinigen. Das heißt, hier sind wir wesentlich ökologischer auch unterwegs. Ja, der erste Preis, den haben wir 2015 gewonnen. Das war der Europäische Recyclingpreis. Da sind wir sehr stolz drauf. Hier haben wir quasi auf wissenschaftlicher Ebene die Informationen eingereicht. Wichtig für uns war hier quasi, dass es in dem Sinne noch keine Veröffentlichung war der Forschungsergebnisse und des Fassadensystems. Und konnten aber trotzdem einreichen und diesen Preis gewinnen. Das war sehr schön. Der zweite Preis, den haben wir jetzt am 16. Januar auf der Bau 2017, der weltgrößten Baumesse in München, gewonnen. Und hier haben wir den Innovationspreis in Architektur und Bauwesen von der renommierten Architekturzeitschrift AIT gewonnen. Im Sinne der Nachhaltigkeitsgedanken unseres Unternehmens werden leistungsstarke Produkte entwickelt, die wir uns von der Natur abschauen. Das war auch der Grundgedanke für die Entwicklung des neuen Systems. Der Herr Oswald hat es in seinem Vortrag schon erwähnt. Und wir haben uns hier in diesem Fall speziell die Eigenschaften der Klettpflanze zunutze gemacht. Signature bedeutet Unterschrift. Wir sprechen hier von der Unterschrift, die Handwerker an der Fassade hinterlassen. Das ist richtig lässig. Du kannst Oberflächen richtig bärig herrichten. Vielfalt. Die Firma Sto. Der Beruf Maler. Coole Oberflächen. Geil. Beständigkeit, Zuverlässigkeit, praktische Ausführung. Nichts ist solider in der Entwicklung von Zukunftsgedanken als die Natur. Wo holen wir Ideen her, um für zukunftsfähige Produkte unterwegs sein zu können? Und was gibt es da Schöneres als die Bionik? Welche Vorteile sehen Sie in dem Produkt und wie sehen Sie die Zukunftschancen? Wir haben dieses System 5 Jahre lang mit der Universität Graz entwickelt, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und wir haben, denke ich, ein perfektes System geschaffen, wo wir ressourcenschonend eine Fassade bauen können. Und die Zukunftschancen sehe ich so, dass dieses System das Potenzial hat, den gesamten Fassadenmarkt zu verändern. Und unter Umständen haben wir das iPhone der Fassade in unseren Händen, die den gesamten Markt revolutionieren wird.
Wie würden unsere englischen Freunde sagen, what an experience, was für eine Erfahrung. What an experience, was für eine Erfahrung. Es war auf jeden Fall die härteste physische und psychische Herausforderung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Mit dem Thema Teamwork haben sich nah schon viel früher Menschen beschäftigt, weil wir ja immer aus Überlieferungen heraus die ganze Zeit lernen. So wie Sie heute mitbekommen haben, dass Stroh und die Produkte alle aus der Natur lernen, weil die Vorbilder dort so toll da sind, dass man sagt, okay, das wollen wir so ähnlich zumindest machen und das auch so hinbringen, ist es da genauso. Ja? Es ist nicht entscheidend, dass immer der Größte, Stärkste gewinnt, sondern es geht darum, wie gut bin ich in meinem Mindset. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut zu sagen, wie gut bin ich vorbereitet, wo ist mein Ziel, bin ich mir darüber bewusst, dass das wirklich, 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 wirklich hart wird. Und wenn man sich an das alles hält, was da ist, dann kommt man dorthin, wo wir hinkommen. Dann kommt man in die Situation, dass auch irgendwann so eine Art Flow entsteht, dass es funktioniert. Und es ist genauso, wie wenn Sie hart an einem Projekt arbeiten und auf einmal gehen alle Teile zusammen und das funktioniert so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Und dann passt das eine mit dem anderen zusammen und dann ergibt es plötzlich so eine Dynamik, dass Sie zum Schluss sagen, boah, was ist das für ein geiles Projekt da, das hebt jetzt richtig ab, ja, und funktioniert so, wie wir wollen.